Heute wird es richtig lecker. Wir machen einen Partytopf, und zwar den McRib Partytopf. Der geht recht schnell, man braucht nicht viele Zutaten und er ist verdammt lecker. Wenn ihr wissen wollt, wie wir den machen, schaut euch das Video an. Viel Spaß! Für unseren McRib Partytopf habe ich schon einiges vorbereitet. Die Brioche Buns sind noch im Ofen, sind aber gleich fertig. Wie man die macht, könnt ihr hier oben sehen. Kurzes Video, aber das Ergebnis ist verdammt lecker. Dann haben wir ja schon mal den XXL Double Deluxe McRib gemacht. Da waren wir beim Grillgut Gerrit. 0231 Barbecue war da, MIB Barbecue war da und wir hatten so ein richtig schönes, großes Ding. Da hatten wir ein bisschen wenig Soße, diesmal habe ich ein bisschen mehr Soße gemacht. Aber das Rezept ist genauso. Und zwar, wir machen das heute alles im Dutch Oven. Die meisten jetzt sagen, ah, oh, Dutch Oven, Rippchen, da ist gar kein Rauch dran, doch. Hier ist nämlich ordentlich Rauch drin. Wir haben Liquid Smoke hinzugegeben und geräucherte Paprika. Dadurch haben wir jetzt hier einen ordentlichen Rauchgeschmack. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie man die Soße macht, ne, guckt euch das Video nochmal an von den Double Deluxe McRib. Unwahrscheinlich lecker. Dann werden wir die Rippchen heute einrubben, und zwar mit einem Sweet Smoke Rub. Ja, auch das Rezept findet ihr hier oben. Auch ein Shorty. Verdammt lecker, verdammt rauchig. Dadurch haben wir genug Rauch hinzugegeben durch die Zutaten. Das reicht uns an Rauchgeschmack. Wer will, kann die Rippchen aber vorher noch ein bisschen smoken. 1-2 Stunden. Und dann erst mit dem Dutchen beginnen. Das bleibt vollkommen bei euch. Wir machen es heute so. Wir dutchen nur. Wir haben im Prinzip 0, 3,5, 0 Rippchen. Vielleicht auch 0, 4, 0 Rippchen. Wir müssen mal gucken, wie sie sind. Ob man die Knochen nachher rausziehen kann, so wie ich das vorhabe. Vielleicht dauert es auch 4 Stunden. Wir haben es noch nie gemacht. Deswegen heute erster Versuch. Zum Dutchen verwenden wir unseren 4,5er Dutchofen von Grill & More. Wir haben von Longhorn die Briketts, das sind ja so etwas größere, die wir verwenden. Das heißt, ich gebe 3 nachher nach unten, 2 nach oben. Das sollte reichen, um das Ganze vernünftig zu schmoren und innerhalb von 3,5 Stunden hoffentlich, dass es dann ein schönes, saftiges Ergebnis wird. Damit die uns aber unten nicht verbrennen, habe ich natürlich wie immer beim Dutchen Backpapier dabei. Das lege ich einfach mal ein bisschen aus, auch so ein bisschen, dass es am Rand hochgeht, damit da auch so ein bisschen geschützt ist. Da ich ja nicht so eine starke Hitze habe und nachher genug Flüssigkeit drin habe, brauche ich auch nicht so viel Bacon. Und ja, mir ist bewusst, Bacon ist normalerweise kein Bestandteil von McRib. Aber hey, mit Bacon schmeckt alles besser und McRib bestimmt auch. Einfach so ein bisschen mit dem Boden belegen, das reicht vollkommen. Ihr könnt zur Sicherheit nochmal so ein paar Zwiebelringe hinzugeben nach unten, wo das Ganze draufsteht. So, die Rippchen müssen gar nicht groß vorbereitet werden. Es muss eigentlich nur die Silberhaut entfernt werden. Und ihr wisst ja, wie es geht. Einfach mit einem Löffel unter die Silberhaut. Das Ganze anheben. Dass es sich erstmal löst. Ihr könnt es jetzt so greifen. Ihr könnt es euch aber auch einfach machen, indem ihr ein Küchentuch nehmt, reingreift und das Ganze einfach sauber abzieht. Dann geben wir auf die Fleischseite unseren Rub drauf. Und zwar großzügig. Klar, jetzt kommt natürlich der Wind. Es riecht nach Rauch, da ist geräucherte Paprika drin. Es ist ein toller Rub. Die Süße, die Würze, perfekt. So. Dann, was abfällt, fällt ab. Das geben wir so ein bisschen auf die Rückseite drauf. Okay, dann bestücken wir den Topf. Das heißt, wir stellen die Rippchen so ein bisschen rein. Zweiten Rippchen auch rein. Dann geben wir den ganzen ein bisschen Stabilität. Ich habe 2 Gemüsezwiebeln schon mal vorgeschnitten. Und die tut ihr jetzt einfach so überall dazwischen, dass der ganze Topf Stabilität kriegt. Und natürlich auch an den Rand, damit das Fleisch nicht direkt so am Rand anlegt. Zusätzlich habe ich dann noch hier ein paar Gewürzgurken, die gehören ja auch zum McRib dazu. Die kommen auch mit so dazwischen, die werden halt ein bisschen geschmort. Also im Prinzip Schmorgurken. Macht da so rein, wie ihr mögt. Einige mögen ja gar keine Gurken. Da kommt noch eine Zwiebel gleich zwischen. Dann kommen wir zum Wichtigsten, zur selbstgemachten Soße.
Seid ruhig großzügig. Früher in den 90ern schwamm der McRib wirklich in seiner Soße und man konnte ihn kaum essen. Also seid großzügig. Und die ist wirklich lecker. Und damit das Ganze oben auch nicht verbrennt, geben wir oben auch noch ein bisschen Bacon drauf. Und so werden wir jetzt datschen. So, ich mache mir schon mal ein Barbecue-Kreuz fertig. Das ist ideal, um was Heißes abzustellen. Ist eigentlich für einen Dutch-Ofen gedacht, für eine Pfanne gedacht, für einen Wok gedacht, auf einen Kugelgrill, passt ideal auf eine 47er, auf eine 57er. Ein tolles Gerät gibt es bei der Grillshow. So, dann legen wir mal los. Die Briketts sind schön durch. Wie gesagt, drei nach unten. Dutch Oven drauf. Und zwei nach oben. Und nehmen wir zweieinhalb. Ich habe hier noch einen halben liegen. Was soll ich den wegschmeißen? Und auch beim Anzündtermin gilt, heiß abstellen, kann ich ihn auch ideal auf dem Barbecue-Kreuz. So. Und dann sehen wir uns in dreieinhalb Stunden wieder. Dreieinhalb Stunden sind um. Und es gibt endlich Essen. Ich freue mich drauf. Es riecht wunderbar. Ich habe schon zwei, dreimal reingeguckt. Es sieht auch schon wunderbar aus. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir gucken müssen, ob wir die Knochen noch einfach rausziehen können. Und mal gucken, ob ich die Knochen rauskriege. Ich nehme hier einfach mal ein. Drehe ein bisschen. Und, oh, ja. Und ziehe ihn sauber raus. Das wollte ich haben. Ich wollte alle Knochen sauber rauskriegen. Weil McRib mit Knochen macht keinen Spaß. Oh ja, da ist nichts dran. Herrlich. So, ich hole dir alle Knochen raus und dann bauen wir ihn zusammen. Sieht fantastisch aus. Ich habe schon probiert. Es schmeckt fantastisch. Ich musste ja einen Knochen abklappern. Aber wie gesagt, sind alle so gut wie sauber rausgekommen. Da ist immer so eine kleine Ecke. Lecker. Und der Band ist auffällig. Wie gesagt, wer softe Bands haben will, der macht die einfach mal nach. Dann belegen wir mal den ersten McRib. So von allen so ein bisschen was drauf. Ein bisschen Gürkchen. Zwiebeln und ordentlich natürlich das leckere Fleisch und die Soße. Oh, die klebt überall dran. Herrlich ist das auch, sag ich euch. Und leider muss ich schon wieder einen McRib abgeben. Die Maker ist natürlich wieder pünktlich zum Essen da. So sieht er jetzt aus. Unser McRib aus dem Partytopf. Und jetzt wird gegessen. Ah, Es ist übrigens heiß. So. Oh. Du hast sie angesaut. Wie schmeckt's dir? Das Fleisch ist so lecker. Es ist wirklich sehr lecker. Also, es schmeckt wie McRib, finde ich. Aber mit besserem Fleisch. Mein Fleisch! Mein Fleisch. Was man noch machen könnte, ist frische Zwiebeln drauf geben. Und frische Gurken, dann hat man auch diesen Knapp-Effekt von den Gurken, von den Zwiebeln. Der ist jetzt natürlich hier nicht dabei, aber fehlt jetzt auch nicht so. Also vom Geschmack her sind sie drin. Also mega. Also ihr seht, es ist nicht viel Aufwand. Man hat einen Topf voller Glück. Macht das mal nach, wenn ihr eine Party habt. Macht das mit drei Rippchen, habt ein bisschen mehr. Es ist unwahrscheinlich lecker. Es ist unwahrscheinlich schnell gemacht. Einfach, es braucht nicht viele Zutaten. Wie McRib-Soße, ihr könnt auch eine Barbecue-Soße nehmen, ihr könnt die kaufen. Aber die ist auch schnell gemacht, 30 Minuten zusammengerührt, habt ihr die fertig. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und bei der Party freuen sich alle drüber. Also, macht das mal nach. Hier oben habt ihr ein Video von uns, Memphis Style Ribs. Absolut lecker und total einfach gemacht. Hier oben bitte ein Abo abschließen
unten die Glocke aktivieren, dann wisst ihr immer, wenn es neue Videos von uns gibt. Hier unten findet ihr alle unsere Rezepte, natürlich auch dieses Rezept. Und hier habt ihr noch ein zweites Video. Und das war's. Ihr seid raus, ihr wart bei Dauta and Dad's Sizzle Zone.